So, Hallöchen, da bin ich mal wieder im Blankenwelde und hier ist der neue Zugang zum Regionalbahnsteig, welcher in ein paar Tagen in Betrieb geht, wenn der Schienenverkehr beendet ist. So, der alte Tunnel. Zugang durchs Parkhaus. So, den Zugang hier haben sie auch schon zurückgebaut. So, hier kommt ein Steiger angesaust. So, die Fahrleitung hier über Gleis 2 wurde auch schon zurückgebaut. Und der Fahrleitungsmast, der hier, ja, ich sage immer noch im Weg steht, da hat man den Ausleger jetzt über das dann in Betrieb gehende Gleis. Also eben mal umgeschwenkt. So, jetzt noch mal ein Blick Richtung Rangsdorf. Ja, hier haben sie auch alles neu abgesperrt. Wie geht das denn weiter mit dem Tunnelbau? Alles schon wieder veränderte Fußgängerwege hier. Ja, da werden ja die Leute dann Freitag wieder komisch aus der Wäsche gucken. Ja, vor ein paar Tagen, wie gesagt, konnte man noch hier durchlaufen. Da durfte man hier auch noch parken. Seit heute alles verboten. Aber werden wir uns mal den neuen Weg suchen hier. Mal ein kleines Provisorium hier, damit man auch wirklich zum S-Bahnsteig kommt. So, der Abriss hier steht bevor. Wie gesagt, ganz früher mal Gepäckabfertigung drin gewesen, Fahrkartenausgabe, Aufsicht. Dann zuletzt bloß noch die Schrankentechnik. Also das kleine Gebäude hat einiges erlebt zu Bahnzeiten. Ja, da geht wieder ein Stück Bahngeschichte dahin. So, da muss man erstmal schlau draus werden. Selbst ich als Einheimischer hatte jetzt erstmal zu tun.